Hallo, willkommen zu dem neuen Replay von Age of Empires 4 mit zwei Fraktionen, die ich überhaupt nicht kenne. Aber Marine Lord und Beastie kenne ich, also die beiden besten Spieler, die es, glaube ich, gibt. Ich weiß gar nicht, ob sich das stark geändert hat bisher. Ganz kurz, bevor es heute losgeht, noch kurz Werbung vom Sponsor, und zwar Instant Gaming. Hier findet ihr das Ganze mit Medikus hinten dran, mit dem Link unter dem Video, kriege ich da auch ein paar Prozente von. Genau, da kriegt ihr ne, Keys für Top-Preise und alles. Wir können mal ganz kurz durchgucken, was die Age of Empires kosten würde. Age of Empires kriegt ihr für das ein DLC 10 Euro, aber das ist Zweier. Das DLC für 11 irgendwas, 4 für 16. Das ist Age of Wonders. Genau, 15 Euro hier kriegt ihr das, aber Xbox Pass kriegt ihr da auch. Ne? Für 1 Euro könnt ihr dann im ersten Monat, glaube ich, spielen. Also da gibt es auf jeden Fall Top-Angebote für alles. Ganz kurz, habt ihr Company of Heroes da, weil das gerade so aktuell ist? Genau, Company of Heroes. 3 würde ich nicht unbedingt empfehlen. Ist immer ein bisschen Geschmackssache. Naja, ihr seht auf jeden Fall, da gibt es alles Mögliche. Da scheint aber gerade ausverkauft zu sein, unglücklicherweise. Alle Editionen vom einen. Schade, schade, schade. Aber 2 ist auch noch da, ist ja auch sehr beliebt. Moment. Ne, da ist es. Da könnt ihr spielen. 10 Euro. Ja, das wird so wie eine Lösung. So, jetzt aber weiter den Krieg. Ja, also ich habe seit Ewigkeiten eigentlich nicht mehr das gespielt, wie ihr wisst. Und deswegen kenne ich mich auch nicht mehr mit dem Meta aus, mit den neuen Fraktionen sowieso nicht. Wahrscheinlich habe ich sogar vergessen, wie das überhaupt geht, das Spiel und alles. Ne? Also wartet jetzt mal nicht zu viel. In jedem Fall den beiden besseren Spielern zuzuschauen, ist, glaube ich, die richtige Möglichkeit, um damit klarzukommen wieder mit dem Spiel. Besser geht es ja wahrscheinlich nicht. Also bei dieser Fraktion, mein Verständnis war gewesen, dass das eigentlich nichts anderes ist als wie John Ark und so weiter, ne? Wie die, in dem Fall jetzt die Chinesen mit ein bisschen extra. Ja? Das war mein Verständnis. Bei denen sind das vielleicht die Apaciden mit ein bisschen extra. Ich lasse mich mal überraschen. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was die hergeben, was die für neue Einheiten haben, ob es auch irgendwie neue Strategien gibt, Taktiken. Ne? Ich vermute mal, es wird immer noch sehr stark übers. Die hacken so laut, ne? Sekunde. So, ich hoffe, es ist nicht zu leise, aber das war eben zu laut für mich, für meinen Geschmack. Genau, also es wird wahrscheinlich immer noch über das Mikro entschieden, über die Klickraten und alles, würde ich mal vermuten, in diesem Game-Modus. Lass mich aber gerne natürlich eines Besseren belehren, falls es jetzt noch was anderes gibt. Das muss ja auch nicht schlimm sein, ist halt eine andere Art von Wettbewerb, als vielleicht der eine oder andere gerne für sich selber mag. Ihr wisst ja, ich kann mit Mikro leider nicht mithalten. Die Map hat so einen Fluss in der Mitte, und da ist auch schon eine Werft. Ein Hafen. Gar nicht so viel Fisch, ne? Also Küstenfisch hat er nicht respawn, sondern nur Tiefseefisch, wenn ich mich richtig erinnere. Also er hat wirklich jetzt da einen Hafen gebaut für die 4 Fisch. Also für 2000 Nahrung im Prinzip. Ja, aber 2000 Nahrung, wenn es nicht contestet wird, lohnt sich vielleicht sogar. Muss man halt das Holz dann nachher abziehen noch, ne? Aber er hat ja von den Schiffen nachher nichts mehr. Aber der Hafen wird auch nicht contestet, weil wahrscheinlich keiner mit gerechnet hat. Und es gibt hier natürlich einen Early Game Boost. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass das sehr, sehr wichtig damals war. Da geht es ja um jede Schar, gefühlt. Also, und da ist ja, glaube ich, eine schöne Sache hier, dass Marine Lord seinem Namen da alle Ehre macht. Und Schiff halt lieber wahrscheinlich, ne, weil er dann extra Arbeiter sozusagen baut. Hätte sonst auch eine Mühle hinbauen können, oder der wäre ein Arbeiter im Selbstmord gewesen. So, das Haus der Weisheit, genau. Ayyubiden, oder wie das ausgesprochen wird. Brandschutz. Das sieht so aus, ob das wirklich standardmäßig bisher ist. Ich weiß noch nicht, welcher Teil sich ändert bei denen. Ob es nur die Einheiten sind oder was auch immer. Wir gucken gleich mal, was er freischaltet, aber ja, ist alles durchzuleben wäre zu viel. Wir gucken gleich mal, was er freischaltet, in welche Richtung das geht. So, ja, die Fraktion, die kann sehr schnell die Dörfer anscheinend bauen. Auf der einen Seite ist so ein Dorf ja immer so eine Art Preisersparnis früher gewesen. Ne? Irgendwie, was war das? Das ist 4 Häuser wert, kostet immer so viel wie 3. Dafür hat man natürlich die Häuser dann alle auf einem Haufen. Ne? Wenn man die ja normalerweise bei kleinen Häusern nacheinander baut. Zusätzlich bringen die aber hier wohl den Vorteil, dass man 8 Mann reinpacken kann. Die schießen dann meines Wissens nicht raus, aber dann sind die schon mal sicher, wenn ein Raid kommt. Ne? Also da lohnt sich es anscheinend auch zu bauen so früh. Meditationsgarten. Wo geht's da drin? Rohstoffe, je nach Art der Rohstoffe in der Nähe. Zerstören den Frieden. Okay, also dann kriegt er jetzt was. Stein, Holz, Gold und vielleicht Nahrung. Die Frage ist, ob das ist wie bei manch anderem Bonus, dass das quasi auch erhalten bleibt, wenn jetzt zum Beispiel das Zeug dann weg ist, ne? Diese Ressourcengeneration.
Bin mal gespannt, wie viele da generiert gleich. Lohn der Einsamkeit. Genau. Feindliche Einheit innerhalb von 8 Feldern verringern die Rate. Also relativ einfach zu stören mit Raids, mit anderen Worten. Ja, mit drei Bötchen hier macht er das nur. Aber ne, hat jetzt schon eigentlich ganz ordentlich Nahrung rausgeholt. Also ein Boot kostet ja 75, ne? Was war das? Genau. Was kostet der Hafen? 100? Dann, jetzt brauche ich einen Taschenrechner. was ist das dann? 300 irgendwas hat das gekostet. Und hätte hier jetzt eigentlich schon 500 Nahrung rausbekommen. Also hat sich eigentlich jetzt schon rentiert, würde ich mal vermuten, oder? Kann man das so rechnen? Ich denke schon. Also da kriegt er da schon was raus. Also massiv den Beastie hinter sich hergelassen. Kostenlose Einheit beim Turm, wenn eine Kaserne, ein Schießstand oder ein Stall fertiggestellt wird. Sie halten eine kostenlose Dorfbewohner, wenn ein Dorfzentrum fertiggestellt wird. Scheint aber jetzt nicht so episch, oder? Ich meine, man baut ja hier keine 30 Kasernen. Also klar, der baut jetzt irgendwie meine, ne, wahrscheinlich 6 Produktionsgebäude oder sowas im Spielverlauf und dann vielleicht 3 Dorfzentren oder so, je nachdem, wie er baut. Aber das ist ja nur eine Handvoll Soldaten. Ist das wirklich das wert? Also ich weiß nicht, was die Alternative jetzt wäre. Ich vermute mal, er muss es einfach bauen. Es ist ja beides zweite Zeitalter, wie ich hier sehe. Ne? Er muss es wahrscheinlich einfach bauen, um weiterzukommen. Mit Song und Co. und so ein Zeugs. Beide noch sehr friedlich. Wie stand? Im Doppelpack, okay. War das schon früher so ein bisschen gewohnt, dass das ein bisschen gemischt wurde, oft. Aber der geht jetzt nur auf Bogenschütze. Was bist du für ein Kamerad? Wüstenplünderer. Was soll das sein? Kamel. Kamelscheu. Schaden von feindlichem Pferdekavallerie um 20%. Aber du hast einen Säbel in der Hand, ne? Du bist ja jetzt hier. Aber man kann das umstellen zwischen Nah- und Fernkampf. Und wurde das jetzt hergestellt, diese Einheit? Kam die aus dem Dingsgebäude? Sugenus? Den kenne ich noch. Bist du wieder gepanzert? Fernkampfpanzerung 0. Also ist nicht so viel. Das heißt, so genug werden wahrscheinlich Preis-Leistung sehr gut dagegen sein. Hast du denn Boni? Die haben doch immer alle so Boni, die Einheit. Wo ist das Kamel hin? Jetzt weg, ist abgestiegen. Okay. Wo sieht man denn nochmal, wogegen der besondere Boni hatte? Zu. Oh, effektiv gegen Kavallerie im Nahkampf, effektiv gegen leichte Infanterie im Fernkampf. Also die klassischen Boni werden eingestellt, wenn er umstellt, offensichtlich. Oder? Habt ihr das richtig gelesen? Gegen leichte Infanterie im Fernkampfmodus. Effektiv gegen Kavallerie im Nahkampfmodus. Warum denn also was ist denn leichte Infanterie? Ist leichte Infanterie ein Schwerträger? Ja, ne? Also das ist keiner, das ist ja ein Fernkämpfer, da kriegt er keine Boni gegen. Und die Frage ist halt, wie jetzt das bewertet wird. Also machen die jetzt Bonusschaden gegen Bogenschützen und er gilt als Bogenschütze. Er hat das im Nahkampf jetzt gestellt. Na egal. Ich kenne ihn halt noch nicht. Da kommen auf jeden Fall normale Bogenschützen. Wo hast du denn den Plünderer denn hergestellt? Wo kam der denn her? Vielleicht war das auch so eine Bonuseinheit. Oder konnte man ihn nicht jetzt auch im Marktplatz so kaufen? Oder hat er die hier vorne geholt? Da hat er sie geholt, ne? Irgendeine Fraktion konnte im neutralen Marktplatz was kaufen, hatte ich mal gesehen. Ich weiß nicht mehr, was war. Vielleicht kam der auch daher. So, ein Dorfzentrum, hart contested. Ich wage mich daran zu erinnern, dass die Suginus Preis-Leistung besser waren als die Bogenschützen. Ein Reiter. Und Reiter waren natürlich dann Bogen, Bonusschaden dagegen, ne? Würde also wahrscheinlich jetzt Reiter eher pumpen. Ne, er macht weiter Bogenschützen, okay. Obwohl der Gegner Suginus hat. Ja, ich habe so viel nicht mehr mitbekommen. Konterreiter. Also wird gekontert von Reitern. Holt jetzt auch schon die Speere. Ja, also das mit dem Hafen hier ist, glaube ich, ultra lukrativ für Marine Lord gewesen. Dass Beastie da nichts dran gemacht hat, ist natürlich sehr ärgerlich für Beastie. Ich vermute mal, der hat halt hier sein Economy-Build und hat da nicht vorgehabt, irgendwie eine Armee zu bauen, um rauszukommen, das zu contesten. Ich weiß nicht, wie weit er im Early Game da auch eine Chance gehabt hätte. Man sieht ja, das ist ja alles auf Defense aufgebaut bei ihm und Economy. Der klassische Turtle. Aber wenn dem Gegner natürlich die Map schenkt, dann hat er natürlich auch ein schönes Einkommen, ne? Gar keine Frage. Oh,
Macht immer noch mehr Bögen als Pferde, obwohl der Gegner so genug Spam immer noch hat. Wo diese Kamele halt. Was kostet denn so ein Kamel? Weil, wie gesagt, wenn ihr in den Fernkampf stellt, ist das ja schon eine nice Sache, ne? 180 und die kosten dann 120 oder was? 80? Ach, schon ein starkes Premium dran, ne? So, jetzt wollte ich mal gucken, wie viele Ressourcen macht er denn da? 18, 14, 25, 25. Da kommt aber ganz ordentliches Einkommen zusammen, oder? Warum sind denn so wenig bei denen, weil so wenig im Umkreis war? Auf jeden Fall kommt dann ganz ordentliches Einkommen zusammen. Das gleicht das mit dem Hafen da vielleicht wieder ein bisschen aus. Ich bin überrascht, dass Marine Lord nicht öfter da vorbeireitet, nur um es einfach auszumachen oder zu reduzieren. Vielleicht lohnt sich das nicht so sehr. Triffst du die nicht von da? Also selbst wenn er jetzt da drauf schießt und dann wird das Ding zurückschießen, hat er ja, ne, Bogen getauscht gegen Economy. Hat er schon geglaubt, dass das wert wäre. Soweit so ruhig. Punktemäßig tun sich beide nicht so viel. Aber mein Verdacht wäre, dass der Chinese ein viel besseres Spiel hinlegt, wenn wegen Entwicklung und so, ne? Als jetzt hier vorne. Aber ich kenne die Fraktionen, wie gesagt, noch nicht so gut. Also ich könnte auch komplett falsch liegen. Aber früher hätte ich gesagt, ein Chinese hätte auf jeden Fall, ne, wenn er sowas hier macht, eine bessere Entwicklung am Laufen, als was hier jetzt hier vorne läuft. Das ist ja auf Kampf ausgelegt. Aber vielleicht hat er irgendwas Besonderes, was das ausgleicht. Noch merkt man das vielleicht nicht ganz, aber man sieht schon, dass er ein Stück nach vorne geht. Kann man sich nicht mal irgendwo die Arbeiter angucken? Wen sehe ich denn hier gerade? Wirtschaft 40. 43, also ist jetzt schon am Führen, was das angeht. Und bedenkt, dass ich glaube, also ich glaube, dass die Pferde, dass die auch dazugehören, die drei Schiffe, ne? Die sind auch weg. Dann hat er jetzt schon der Chinese im Prinzip 6 Arbeiter mehr, sobald der Fisch zumindest alle ist, ne? Und der wächst ja auch schneller wahrscheinlich hier durch, ne? Und der baut die wahrscheinlich auch schneller. Gab es denn nicht irgendein Zeitalter, wo die schneller baut? Ja, also sieht auf jeden Fall nicht so aus, 20 Sekunden, ist doch nicht schneller. Kein zweites Dorfzentrum. 8 Dorfbewohner. Okay, der kriegt jetzt 8 Dorfbewohner. Dann ist natürlich wieder ausgeglichen, dann sind sie wieder auf mit ihm. Das ist natürlich ein nicer Bonus. Dann hat er den Chinesen wieder eingeholt. Nicht schlecht. Traut sie immer noch nicht anzugreifen. Jetzt gibt es die ersten Scharmützel. Aber so genug ist doch billig Trupp, oder? Also 25 gegen 25. Und die haben doch noch ein Pferdchen dabei. Also die sollten doch eigentlich ein stärkerer Blob sein. Ich glaube, die einen größeren Value haben als diese Armee. Auf der anderen Seite sind die so genug halt besonders gut gegen die Bögen. Dass das wieder ausgleicht, denke ich mir. Und dann sind jetzt die 8 Arbeiter gekommen, da hat der Boost wahrscheinlich. Los geht's und tot. Wollen sich die Verluste nochmal angucken, der Militär. Also sind bei allem gleich auf. Die haben wahrscheinlich so viele Spieler schon gegeneinander gemacht, die wissen genau, was der Gegner macht. Die spielen ja unendlich oft, die beiden, ne? Es sei denn, die haben jetzt auch eine Pause eingelegt. Also mein Verdacht wäre immer noch, dass der Chinese generell, ne, wie man das jetzt ausspricht, was da der ist, dass der besser abschneiden sollte im Late Game. Große Schlacht. Ich hätte irgendwie einen Bonus, oder? Die leuchten so komisch, oder bilde ich mir das nur ein? Mameluk irgendwas hat der. Wahrscheinlich irgendwie so eine Rüstung plus 1 oder so ein Zeug. Das geht immer weg, wenn ich draufklicke. So, jetzt kommt die Mangel, jetzt will er zuschlagen. Also er hätte es genug von dem abwarten. Er ist wohl auch der Meinung, dass Wirtschaft ein Problem darstellen könnte langfristig. Also jetzt beginnt die Belagerung. Infanterie, schön langsam, ne? Für die Mangel ein sehr schönes Ziel. Kann er reingehen. Drittes Zeitalter heißt ja auch für Beastie, dass der im Grunde genommen weiß, was jetzt kommt, ne? Also er muss ja jetzt auch sich überlegen, wie er das holen will. Defensivgebäude wird wahrscheinlich nicht die Antwort sein. Kann er jetzt schnell hochtecken? Kann er vielleicht ein paar Pferde machen, um ranzukommen? Ansonsten wird diese Mangel
ein Riesenproblem für ihn darstellen. What the? Brand. Erhöht Bereichschaden, die in einem Bereich erhöhten Schaden verursacht. Okay. Höheren Schaden. Ich verstehe den Unterschied nicht so ganz. Ich vermute mal, dass mehr Schaden an Gebäuden macht. Die in einem erhöhten... Ah, das hat mehr Splash-Schaden oder so, soll man das dann lesen, ne? Und das macht einfach nur mehr Schaden, weniger Splash. So muss man es vielleicht lesen. Ich muss es immer noch auf Englisch umstellen. Wird auf jeden Fall repariert. Aber wenn es nur mehr Splash ist, warum hat das dann angemacht? Also wäre nicht das besser gewesen, das Gebäude abzureißen? Der hätte gehofft, dass er die Arbeiter erwischt. Ja, also der einfache Turm scheint auf jeden Fall die Hardcore zu sein. Soweit, so gut. Bist du... Was hast du da drin? Derwisch. Das sieht so aus wie so dieses Ding, wo man Kinder reinlegt. So Jesus-mäßig, ja. In jedem Fall kann der schnell die Relikte holen, was natürlich nice für ihn ist. Ich glaube, wenn die so klein sind, haben die noch kein Upgrade. Die werden größer von der, vom Modell, wenn die das Upgrade haben, ne? So ganz sehe ich noch nicht, was das machen soll hier vorne. Kann er nicht mit der Armee nach vorne gehen und denen zwingen, dass er das Reparatur einstellt? Oder kann man nicht einfach auf Steine umstellen und rechtsklick, damit die Arbeiter sterben? Weil der schießt ja auf den Turm. Aber man kann ja die Arbeiter töten auch, oder? Also ich denke, dass das wirklich Flächenschaden meint. Ich hoffe da einfach, dass die irgendwann sterben, weil der ist ja auch schon jetzt gut, ne? Leben weg. Scheint jetzt durch zu sein. Relikte werden nebenbei gesammelt mit den Derwischen. Und jetzt kriegt der Chinese Besuch. Soweit noch nicht die größte Entscheidung, aber es ist natürlich, der Chinese ist hier richtig unter Druck. Er kann mit der Armee halt, glaube ich, nicht die Schlacht führen, ne? Oder? Obwohl die schon groß ist, also 58 gegen 40. Weil die beiden Mangen sind schon super brutal, aber wird die mengenmäßige Überlegenheit dafür ausreichen? Er glaubt anscheinend nicht, weil er wartet. Jetzt kommt er, wenn sie die angucken, dass seine Dorf da auseinandergenommen wird. Aber das könnte echt Aua tun mit den beiden Wangen. Warum bin ich geschossen? Was ist da los? Man muss die Mangen halt wahrscheinlich schützen, ne? Der Müller mit den Bögen die Leute töten, die Mangen töten. Ja, macht da Wegrennen irgendeinen Sinn? Wäre es nicht besser gewesen, stehen zu bleiben und zwei, drei Schüsse auf die Bögen abzugeben, oder die Sugenus, wären dann nicht zumindest Massen gestorben, weil beim Wegrennen schafft er ja im Grunde genommen gar nichts. Also, ich habe das Gefühl, er hätte hier drauf schießen können. Dann wäre ein Großteil von denen draufgegangen. Weil das war schon sehr, sehr teuer, die zu verlieren. Da sind wir unterwegs, der Derwisch. Derwisch. Also er hat jetzt bei dem ganzen Angriff eigentlich nur zwei Türme bekommen, dafür zwei Mangen verloren, ne? Das ist, glaube ich, nicht so dolle. Wolf. Der Chinese, der baut an der chinesischen Mauer. In Holz. Reload allerdings immer noch am Führen. Vielleicht durch die Relikte auch ein Stück weit. Und hat hier auch ein paar Leute erwischt. Aber bedenkt, dass das hier nicht drin steht, dass er eben auch zwei Mangen erwischt hat, der Beastie, ne? Und das gleicht, glaube ich, einen ganzen großen Teil davon aus. Also wenn so ein Trupp so um die 100 kostet, ja, und was kostet eine Mange dann? 500? Da macht das schon einen Unterschied. 600 kostet eine Mangel, also ne, 1200. Das hat einen Wert von vielleicht 12 Soldaten, je nachdem, was man tötet. Und dann sind wir wieder gleich auf. Also da spielen die ja wirklich beide am gleichen Limit. Da gehen ein paar hoch zum Raiden. Ist aber schon ein Turm. Hat damit gerechnet. Zweites Dorfzentrum. Ich finde das immer krass, wie diese Top-Spieler, 5 Relikte hat er, wie die es schaffen, nebenbei die Economy zu bauen, wenn die hier vorne ein super interessantes Micro für den Kampf haben. Ich könnte noch nicht mal den Kampf vorne Micro und geschweige denn den Backline die Wirtschaft hochziehen. Ja, also die 5 Relikte, die er mit den Derwischen gesammelt hat, das ist natürlich eine brutale Economy-Boost, ne? Also Marine Lords hier wirklich auch wieder gut dabei, die Economy auszugleichen, ne? Erst mit den Hafen und dann mit den Derwischen oder beziehungsweise dazwischen noch diese 8 Arbeiter und dann jetzt die 5 Relikte, ne? Warum seid ihr nicht in den Dings reingegangen? Ach, da passen nur 5 rein, du hast mehr geschickt. Warum hast du denn mehr als 5 dann geschickt?
Also dafür, dass er halt ein Aggressionsspiel macht, der Marine Lord, ist er wirtschaftlich extrem gut dabei. Die 5 Relikte ist, glaube ich, absolut bar. 5 Relikte ist eine Menge, das weiß sogar ich noch. Läuft er wieder weg. Ich verstehe, was er davor hat, ne? Aber den einen. Also, ihr stirbt ja trotzdem, wenn er wegläuft. So, wir haben jetzt hier die Verlastwache, also das sind dann diese schweren Dudes, ne? Das hat sich nicht geändert, glaube ich. Das heißt, die machen zwar keinen Bonusschaden, aber eine gute Panzerung sind relativ schnell. Die sollten eigentlich mit dem Knubbel sehr gut fertig werden. Also, Marine Lord verliert hier doch sehr, sehr viel am Boden. Und bedenkt, dass der halt. Ach ne, er hat den. Nee, andersrum. Er hat das so tatsächlich gut abgeschnitten, aber er hat so Genus getötet. Und jetzt aber wieder eine Mange verloren. Also, laut dem Punkt ist Marine Lord massiv am Führen. Da sind halt die Kills bei, aber da sind vor allem auch 5 Relikte bei, ne? Würde ich mir vorstellen. Und eben, dass er hier freien Zugriff auf die ganze Map hat und nicht nebenbei so eine riesen Mauer bauen muss, auch wenn er damit langsam anfängt. Aber hier ist ja viel mehr Mauerzeugs überall, ne? Das geht ja auch von der Wirtschaft runter. Ja, aber das sieht sehr hart aus. Also mal gucken, wie Beastie damit klarkommt. Ich habe immer noch das Gefühl, dass der wirtschaftlich mithalten könnte. Aber wie gesagt, ich bin da kein Experte für, was die jetzt mit dieser neuen Fraktion können, wie die es unterscheiden. Also hinten gibt es über die riesen Feldanlagen mit Bonus von den Dingen, ne? Die stacken auch gegenseitig, aber das früher zumindest. Riesenholz, die Steuereintreiber. Also da läuft schon eine gute Wirtschaft, die auch beschützt ist. Aber spätestens, wenn das jetzt gleich weg ist mit dem Wald und die letzte Mine da aufgebraucht ist, wo immer die letzte Goldmine ist, gibt schon gar keine Goldmine mehr, ne? Hier drüben. Dann hat Beastie ein Riesenproblem. Sehe ich es nur nicht oder hat er keine Goldmine mehr? Der hat gar keine einzige Goldmine mehr auf seiner Seite, Beastie, ne? Also der Steuertreiber macht ja ein bisschen Gold, aber das ist nicht genug, um eine Armee zu unterhalten, eine moderne, vermute ich. Also das sieht mir sehr hart entschieden aus. Also allein, dass er kein Gold mehr hat, ist ein Riesenbrüller. Da wird Beastie wahrscheinlich nichts rauskommen. Der müsste halt jetzt rausgehen, die Armee auslöschen und dann zur nächsten Goldmine laufen. Und das sehe ich ja nicht kommen, ne? Hat er hier die schönen Minenester. So einen richtigen Unterschied sehe ich noch nicht in der Fraktion. Gibt sicher irgendwo einen, bei dem Weltwunder zum Beispiel. Weltwunder? Wahrzeichen. Aber sonst scheinen die sich ja sehr ähnlich zu spielen. Ja, ja. Die Minenester sind richtig nice, gar keine Frage. Aber es wird halt nicht reichen und die kosten halt Gold, wenn er mehr Belagerungswaffen will. Kann ich gucken, was aktuelle Rohstoffe. Genau. Marine Lord hat sogar eine Reserve hier vorne. Der muss noch nicht mal alles ausgeben. Ja, ihm fehlt halt Gold und da kommt auch kein Gold rein, oder? 600. Was ist das dann? Die Steuereintreiber? Das ist jetzt Ressourcenbonus, ne? Aber zwischendurch könnt ihr auch das Gold mitnehmen. Wo kriegt er denn sein Gold her, der, wenn er keine. Ach doch, da ist ein Steuereintreiber gewesen. Aber der macht doch nicht diese Massen an Gold, die ich da sehe, oder? 700 Gold von einem Steuereintreiber da rumläuft? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann das Gold von hier vorne, das ist ja auch nur 25 pro Minute. Also vielleicht lese ich. Ach, da war noch eine Goldmine. Ja, das macht Sinn. Also hätte doch noch eine. Die ist immer noch 2000 Gold leer. Also der Timer ist an, ne? Der Timer ist an. 2000 Gold ist nicht besonders viel. Also noch kann er normal mitmachen, aber sobald das alles ist, ist auch fertig, ne? Spätestens dann ist vorbei für ihn. Roten dabei? Nein, Steuertreiber getötet. Wenn ich irgendwo tiefsten Respekt vor habe, dann ist es vor der Steuer. Ich mag die Steuererklärung richtig gern. Naja, lassen wir das. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, entschieden. Also Marine Lord ist jetzt hier durch. Also scheint die Fraktion jetzt immer so kleine Boosts gehabt, oder zumindest eher jetzt bei dem Spiel, ne? Mit dem. Wo die Wirtschaft ausgeglichen hat, auch ohne hart anzugreifen. Das hat er wirklich sehr schön gespielt, der Marine Lord. Lujan. Reise an, treiben doppelt so viel, doppelt so oft Steuern ein und sammeln außerdem 20%. Was heißt sammeln 20%? Bin ich so ganz klar. Also 20% mehr Steuern oder. Aber Lagerungsblock. Oder 20% mehr an den Gebäuden, wo Rohstoffe abgeliefert werden. Aber das steht da ja so nicht. Ja, tatsächlich hat Marine Lord gerade den Angriff verkackt, wenn ich das mal vorsichtig formulieren darf. Ja? Und jetzt ist der Belagerungsblock hinter ihm her. Das ändert aber nichts an der Problematik, dass das Gold im Moment alle sein wird, oder? 1400 noch über.
Marine Lord hat ja die gesamte Map und hat ja Passiv-Goldeinkommen durch die 5 Relikte, ne? Und die Wahrzeichen natürlich kommen jetzt auch noch dabei. Da stapelt sich ja alles. Der hätte tatsächlich auch einen Handel hochziehen können nebenbei, ja? Super dreist. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass er gar keine normalen Reiter baut, außer diese Handvoll hier, ne? Weil wären die nicht gut gegen den ganzen Block und gegen den ganzen Block und könnten raiden gehen nebenbei. Also macht es ja nicht Sinn, vielleicht mehr Reiter zu bauen und mehr Ritter? Terranreiter. Baut er auch, ne? Das ist alles Reiterproduktion. Das ist, glaube ich, ja für LEQ, oder? Also sieht ja wohl ähnlich, dass das Sinn machen würde, die jetzt zu bauen. Da kommt schon die Speere. Möglicherweise ist schon alles tot in der Front. Die kommen tick zu spät. Ja, ich denke mal, dass Wieste jeden Moment hier das Handtuch werfen wird. Da kann er nicht mehr viel machen. Genau, und da hat Wieste ja aufgegeben. Ja, schöne Runde von den beiden. Ich glaube, dass das irgendein Turnierspiel war, weil es ein individuelles Spiel war bei denen. Die hatten da so eine ganze Handvoll von gemacht. Aber frag mich nicht, was für ein Turnier das war. Vielleicht waren es so Freundschaftsspiele, keine Ahnung. Aber ein sehr hohes Niveau auf jeden Fall von den beiden immer noch. Schöne Sache. So, ich bin weg. Ciao, ciao.